Britney Spears geht auf Europa-Tournee. Das ist ja schon allein eine dicke Schlagzeile, denn es gab Zeiten, da hätte sie niemand mehr auf einer Bühne erwartet. Entsprechend gespannt war unser Reporter auf dieses Interview. Doch er hat eine strahlende, gut gelaunte junge Frau getroffen, die offenbar vieles wieder gerade gerückt hat in ihrem Leben und die vorhat, musikalisch noch mal die ganze Welt zu erobern. Britney Spears meldet sich zurück. Ihr Look ist rockiger als früher. Das Schulmädchen-Image von damals würde ihr eh keiner mehr abnehmen. Mit ihren 29 Jahren hat Britney auch schon etliche Skandale hinter sich. Femme Fatale ist der Titel ihrer neuen Platte, was reifer klingt. In London dreht sie gerade ein Video. Hier treffen wir sie, bevor sie auf ihrer Tournee im Oktober auch nach Köln kommt. Ich liebe, was ich tue. Immer, wenn ich eine neue Platte herausbringe, glaube ich wirklich fest daran und stehe zu 100% dahinter. Ich will meine Fans treffen und sehen, wie sie darauf reagieren. Das treibt mich an. Beim Neustart will sie wohl auch gleich mit dem Negativbild in den Medien aufräumen. Britney Spears war der tragische Superstar mit Abstürzen und Klinikaufenthalten. Irrte einst mit rasiertem Schädel durch Hollywood. Heute führt sie ein anderes Leben. Ich esse wirklich gesund und trainiere sehr viel. Es ist ein richtiger Lebensstil, den man führen muss. Joggen Sie morgens vielleicht auch durch Köln? Cologne in the morning. Yes. Britney will ihr Leben in den Griff kriegen. Ihre beiden Söhne und die feste Beziehung zu einem Ex-Manager geben ihr offenbar privaten Halt. Zwar steht sie nach ihren Abstürzen unter der Vormundschaft ihres Vaters und darf nicht mal ein Handy besitzen. Doch mit der neuen Platte und der Tournee kann sie beweisen, dass sie auch beruflich wieder den richtigen Takt gefunden hat. Ich glaube, ich bin jetzt älter und klüger. Bei Femme Fatale geht es um Frauen, die Kraft haben und deren Stimme gehört wird. Sie sagen, was sie fühlen und kriegen, was sie wollen. Das ist eine starke Botschaft, die zeigt, wo ich stehe. Ist Britney also diese Femme Fatale? Die Rückkehr der tragischen Heldin. Solche Stories liebt das Showbusiness. Doch auf der Tour muss sich die Sängerin den Fans in Topform zeigen, meinen Kritiker. Alles, was ich bisher gesehen habe, deutet darauf hin, dass sie viel Arbeit investiert. Wahrscheinlich wird diese Tournee ganz beeindruckend. Offensichtlich weiß sie, dass dies vielleicht eine ihrer letzten Chancen ist, es richtig zu machen. Die Leute verlieren die Geduld. Sie muss was Tolles hinkriegen. Die MTV Awards ehrten Britney kürzlich für ihr Lebenswerk. Doch das Feld will Britney noch längst nicht Lady Gaga und Co. überlassen. Nach einem Kuss von Madonna fehlt ihr noch deren Titel. Was will sie sein? Pop-Prinzessin oder Königin des Pop? The Queen of Pop. Ihr Selbstvertrauen ist das nötige Startkapital für ein Comeback. Nun entscheiden die Fans, wie hell dieser Stern noch strahlen kann. Da können Sie mitentscheiden, denn am 18. Oktober kommt Britney Spears auch nach Deutschland, allerdings nur für ein Konzert, und zwar nach Köln.